dann geht's jetzt weiter. So. Schwert gezogen. Und wir hauen auf ihn drauf. Als ob er unser Feind ist. Ist er ja eigentlich auch. Und hauen ihm eine Combo hinter der anderen hinterher. Denn Silberschwert, ich glaube, ich gut gelevelt. Na, da kann mir gar nichts, blöde Mongo. Und hauen Kombos rein. Bis er stirbt endlich. Das. Schön. So, Großmeister töten wir auch noch gleich. Ich muss ihn jetzt wohl töten. So, mir reicht's jetzt mit dir. Halt einfach die Fresse und stirb. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht. Du bist eins. Okay. Okay, was ist das? Ich will jetzt gar nicht wissen, Geralt fasst das nicht an. Jetzt ist er tot. Jetzt muss ich ja eigentlich wieder da rauskommen, oder? Ich hoffe es einfach mal. Das sagt mir, dass ich jetzt hier endlich rauskomme. Okay, bin wieder im Dings drin. Okay. Ich höre schon Musik. Aber ich sehe noch nichts. Bin noch im Ladebildschirm. Weh, ich verpasse was. Okay. Hier sind wir wieder. Und da liegt er. Ihr seid wach. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Ich dachte, ihr wärt ebenfalls weg. War ich lange weg? Lange genug. Volltest herrscht wieder in der Stadt. Mit großer Unterstützung des Ordens. Wie geht es Siegfried? Er hat auf euch aufgepasst, aber die Pflicht rief. Wie lange war ich schon wieder weg? Wie er als Großmeister zurechtkommt. Gut, hoffe ich. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Schack, das letzte Element, ab und schließe dieses Kapitel. Ja. Das machen wir. Okay. Rittersporn, hey. Nehmt, was ihr braucht und gute Reise auf allen Wegen. Überreste. Wir haben einmal aus Kerimoren gestohlene Geheimnisse. Dankeschön. Und kleines Amulett. Geheimnis der Hexer. Abgeschlossen. Ich glaube, wir haben es. Bild nur noch meine. Und sonst haben wir auch. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Das war's. Habt ihr etwas mitgebracht? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Einen Dimeritum-Anhänger. Den ihr Alwin gegeben habt? Ich weiß nicht recht. Sieht ähnlich aus, aber älter. Das muss er jahrelang unter der Rüstung getragen haben. Vielleicht ein Andenken. Vielleicht war das seine Art, feindliche Magie abzuwehren. Oder vielleicht sollte es angeborene Fähigkeiten kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Wir werden es wohl nie erfahren. Egal. Schack de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Oh nein. Was jetzt? Was meint ihr damit? Ich hab das in der Vorahnung, aber... Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch wehgetan haben. Ihr habt Politik gespielt und Verschwörungen vereitelt. Ihr habt geliebt und getötet. Und was jetzt? Ich will etwas ruhigen Frieden. Nee. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade. Zu pompös. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Ich verstehe euch nicht. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt. Alle möglichen Dreckskerle wollen euch ans Leder und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Etwas endet
Etwas beginnt. Ich hole die letzten geraubten Geheimnisse, atme durch und ziehe weiter. Dann gute Reise auf allen Wegen. Danke, Ritter Spawn. Sparks Begräbnis lockte Massen an. Alle wollten sich von dem Mann verabschieden, der Vizima gerettet hatte. Die blutigen Straßenkämpfe hatten ein Ende, das Volk feierte die Ritter wie Helden. Die Anderlinge wurden noch mehr gehasst als vor ihrem Aufstand. Der König erließ Gesetze, die Scoia'tael streng bestraften. Ein Massenexodus von Elfen und Zwergen war die Folge. Wahrlich, die Geschichte kann manchmal grausam sein. Der König drückte ein Auge zu, was die Verfehlungen und Irrungen des Ordens der Flammenrose anging. Unter dem neuen Großmeister Siegfried von Denesle reformierte sich der Orden und konsolidierte seine Macht. Die Zauberinnen konnten ihre Macht an König Foltests Hof nicht konsolidieren. Jene, die Ränke gegen ihn geschmiedet hatten, wurden bestraft oder verbannt. Neue Karrieren und Vermögen wurden in den Ruinen gemacht. Manche gewannen, manche verloren, wie es immer so ist. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vizima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Was mit dem Hexer geschah, wohin es ihn verschlug, das ist wieder eine andere Geschichte. Schön. Da kommt doch glatt ein bisschen Pipi in meine Augen, wenn ich das so höre. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Dann nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister. Lebt wohl, euer Hoheit. Nur Gold. Willst mich verarschen, Geralt? Du kannst das nicht für Gold gemacht haben. Du kannst es nicht glücklich sein, wenn du deinen Beutel voller Gold hast. Geld alleine macht dich nicht glücklich. Und was ist jetzt los? Wer bist du? Ach, du meine Fresse. Oh nein! Zeig dich. What the fuck? Hexer. What the fuck war das für ein Ende, Leute? Alter Schwede. Da hat mich The Witcher nochmal ordentlich... Leute. Es ist vorbei. Das war's. Leute, ich weiß es nicht wie viel. 170, 180 Folgen. Ich habe jetzt die ganze Zeit am Stück nur aufgenommen. Wie ein Verrückter, um das Spiel durchzukriegen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es geworden sind. Aber es waren einfach massenhaft.
Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr an diesem Spiel gerade gespielt. Weil ich immer nur Wochenends aufgenommen habe und dann wieder 2 Wochen Pause und was weiß ich. Aber ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es durch. Und das war's. Und das füllt mich mit Stolz und ein bisschen Wehmut, weil morgen muss schon ein neues Projekt kommen. Ich meine, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Was heißt muss? Ich weiß noch nicht, was es sein wird. Ich habe jetzt so viele Folgen im Voraus aufgenommen. Es dauert wohl noch ein paar Tage, bis diese Folge hier rauskommt, diese letzte Folge. Aber ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also ich muss mir jetzt was anderes überlegen. The Witcher ist vorbei. The Witcher 2 habe ich schon gespielt. Ich glaube nicht, dass The Witcher 3 raus ist, sobald hier der Abspann, bis ihr den Abspann hier seht. Unglaublich, dass ein Spiel so lange, ich habe mich so lange damit beschäftigt, das ist unglaublich, wie soll ich sagen. Wenn man bedenkt, ich habe mir dieses Spiel habe ich mir gekauft, als ich mir Witcher 2 gekauft habe. Und da habe ich gesehen, dass es dieses Spiel für einen einzigen Cent. Einen einzigen Cent. Und dann habe ich noch so eine Special Box aus Alu und was weiß ich bekommen für einen Cent. Und ich habe es mir nur bestellt, weil es beim gleichen Shop, damit ich keine Versandkosten, habe ich mir gedacht, einen Cent, teuer, packe ich mir rein. Und dann denke ich mir sowas. Alter, ich habe damit längere Zeit verbracht für einen Cent. Ich kann das noch gar nicht glauben. Ich weiß auch gar nicht, was ich davon halten soll. Das war auf jeden Fall der aller, bisher der allerbeste, best investiert, ich kann nicht mehr reden. Oh mein Gott, der best vergesst es, ihr wisst, was ich meine. Diesen einen Cent auszugeben hat mein Leben um einiges bereichert. Ein Cent. Und ich hatte so viele Stunden. Ich glaube, ich schmeiß mir jetzt erstmal den Cent aus dem Fenster. Hier, ich mache meinen Geldbeutel auf. Und hier habe ich einen Cent jetzt gerade in der Hand. Und jetzt schaue ich auf meinen YouTube-Kanal und rechne mal aus, wie viel Zeit ich hier mit verbracht habe. Und dann können wir doch nochmal überlegen, was es für einen Cent so gibt. Leute, ein Cent, dieses verdammte Spiel hat mich so lange festgehalten. So lange. Unglaublich geil. Es war unglaublich geil, die Zeit damit zu verbringen. Den Rest habe ich auch noch gestreamt. Also schaut, Stream vorbei ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wenn ihr es am Stück sehen wollt. Also es ist nur das Endgame jetzt. Aber trotzdem. Oh Gott. Schaut euch die Playlist von komplett an durch. Und dann, ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach so. Oh mein Gott, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt kann ich mir was überlegen, was ich als nächstes spiele. Ich weiß nicht, ich glaube, Minecraft setzt sich so langsam mal ab. Auf meinem Kanal und dann Assassin's Creed mache ich wahrscheinlich noch. Vielleicht wird erst Assassin's Creed schon das nächste Let's Play hier werden, das morgen dann um diese Uhrzeit, je nachdem, wie sich mein Kanal in den paar Tagen erinnert. Wenn genau alle 2 Tage das Haupt-Let's Play bringen, dann jo. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Oh mein Gott. Ich hab's gepackt. Ja. Was gibt's zu sagen? Ja, wie gesagt, Assassin's Creed könnte es sein. Vielleicht auch The Witcher 3. Wer weiß, wann dieses in dieser Folge rauskommt. Wäre auf jeden Fall ein schöner Anschluss. Alle 3 Teile. Und dann fange ich mit dem ersten Assassin's Creed. Oder ich fange mit dem ersten Assassin's Creed an. Das wird sich jetzt dann zeigen, mit was ich weitermache. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Und dann sage ich auf jeden Fall, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja. Ich will euch nicht aufzwingen, mich zu abonnieren oder das Video zu liken. Aber wenn ihr Bock drauf habt. Weil ich
bin jetzt traurig, dass so ein schönes Spiel geendet ist. Der Abspann ist durch. Ich brauche eine Pause und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis dahin, tschüss Mädel und ciao.